Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Horizon Zero Dawn. Ich bin da in der Brutstätte drin, weiß nicht einmal, was für eine das ist. Ich wollte ja eigentlich noch die Quests ausschalten. Aktiv. Weil das nervt ein bisschen, wenn das da ständig angezeigt wird. So. Ich weiß nicht einmal, was für eine Brutstätte das ist. Den kleinen Kasper, da haben wir schon übernommen. Da unten habe ich schon mal die ganzen Nebelmaschinen angeworfen. Die halt so zum Anwerfen sind. Ich glaube, dort muss ich hin. Kann ich hier runter? Nee. Es hat da hinten ja einen Durchgang gegeben. Wo ist denn der? Hier. Ich glaube, in diesem Raum ist nichts mehr. Also hier runter. Habe ich mich geirrt? Was haben wir denn hier? Da steht ein Verwüster, der stinkig ist. Ich weiß gar nicht, warum der stinkig ist. Ich muss auf alle Fälle hier nach links. Das finde ich schon mal toll. Der steht da und wartet auf mich. Die Folge fängt ja schon wieder geil an, oder? Den nehmen wir auch noch mit. Wir sind ja das Eichhörnchen auf Sondermission. Lohe! Wir haben 6-mal Lohe, Leute! Schön zu wissen, dass hier noch Pilze sind. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass der Kasper da herumeiert. Bevor wir das da aufmachen, weil wir müssen ja das da überbrücken, legen wir mal sicherheitshalber eine Stolperfalle von hier nach hier, von hier nach hier. Die eine geht da in den Boden, das ist ja nicht so prall, oder? Egal, macht man das einfach auf. Und gleich weg, nicht gucken! Hey Kasper, kannst du um die Eierbeeren kümmern? Ja genau, renn da mal runter. Ich schau mir das von hier an. Ich bin ein Schisser. Was ist das da unten? Warte mal, wir müssen mehr Zeug. Was ist das hier? Mehr Zeug verwenden. Was? Genau. Ding. 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 Und mehr solche Sachen dann noch verwenden. Naja, weil das sind nämlich Fallen, die habe ich schon. Dann sparen wir nämlich diese. So. Wo ist denn der? Hey Kasper. Kommst du hoch? Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Wieso gehst du ja mal aus dem Weg?
Andererseits, was war das letztens? Das war so ein Sprengpfeil oder ein Zersprengerpfeil in das blaue Ding da. Meister. Meister. Wo kann ich den noch treffen? Was ist noch schlecht für dich? Bist du auf Feuer? Ups. Okay, du bist einfach ein... Hey, bleib da! Ich muss mal gucken, ich muss jetzt echt nachgucken, weil ich muss schauen, dass, was ist das, Sägezahn, Feuer, Verwüster, den gucken wir uns mal an. Schwäche, Feuer, Stärke, Schock. Okay, gut. Hey, komm zurück. Gut, alles klar. Die Arbeit hier war unnötig. Dann sammeln wir das Ganze wieder ein und verfrachten das nach unten. Und das auch noch. Ja, habe ich jetzt alles aufgesammelt. Neuer Plan. Ich packe das da unten hin und lock die Herrschaften nochmal rüber zum gemeinsamen Spiel. Ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Nein, das kann es ja nicht sein, oder? Komm, jetzt renn einmal. Renn, renn, renn! Genau. Du kennst dich aus. Lauf, lauf, lauf! Hey, Forest! Spring auf! Weg da! Mach Platz, du Stinketier. Meine Güte, das ist ja klar, dass der jetzt in dem Moment, wo ich unten bin, rüberkommen muss. Ist noch irgendwas anderes mitgekommen? Da unten liegt eine Waffe, die könnte man vielleicht ausburgen. Ärgert mich trotzdem, aber ein Heilungskreuz verloren. Ja,
Scheiß weit weg. So, wo ist die Waffe? Kann die was? Ja? Verwüsterkanone. Die kann sicher mega Schaden anrichten. Die packen wir mal hier hin. Und dann... legen wir solche Dinge da. Jetzt nur noch scharf machen. Schön, dass das nicht detoniert, wenn ich durchlatsche. Sehr schön. Das funktioniert. Eine Verwüsterkanone ist echt ein schmuckes Teil, Leute. Echt ein schmuckes Teil. Also so ein Vögelchen mit der richtigen Kanone ist in 0,0 im Arsch. Das Problem ist allerdings, dass die Kanone wahrscheinlich... Boah, da oben ist noch ein Vögelchen. Da ist noch ein Vögelchen, das gehört mir. Dass ich die Kanone nicht mitnehmen kann wahrscheinlich. Hey, Vögelchen. Wo ist mein Vögelchen? Tweety. Tweety, wo ist Tweety? Kann man den bitte mal markieren? Und die Spur markieren, wo der durchkommt. Besten Dank. Mal nur gucken. Wie viel Schuss haben wir noch? 4. Da habe ich zu früh geschossen. Hey Tweety, du bist doch ein Vögel. Nee, du bist ja ein Wächter, gell? Für diese Waffe habe ich keine Munition. Ist das geil? Und wenn er nicht gestorben ist, dann ballert er mit dem Ding noch immer herum. Also, wir merken uns, eine Verwüsterwaffe ist das, was wir brauchen.
Zünder. Ist auch nicht schlecht. Jetzt bin ich hellwach. Ja, ich auch. Es war leichter als ich dachte. Bis jetzt. Die Leute werden noch sterben, keine Sorge. Hier kommt's noch auf eure Kosten. Sehr schön. Machen wir mal über den Nebel, nur für den Fall, dass noch irgendwo was daherkommt. Okay, gut. So, dann nochmal hoch da. Sag mal, willst du mich fragen? Achso, das ist ja ein... Ich glaube... Mal gucken, wo ich überhaupt durchgekommen bin. Hier. Wenn ich da oben bin, komme ich da irgendwo hin? Ja, na. Haben wir da schon mal diese Box? Eine Lootbox, wieder Lore. Jetzt haben wir schon 16 Lore, das heißt, ich kann 6 Dingen bauen. Meine Güte, zischt das vorbei. Naja, ich sehe das nicht, wie weit ich fliegen kann. So. Was ist das da? Das ist eine Lüftung, okay. Okay. Da hinten haben wir einen Pilz hoffentlich. Oder sowas ähnliches. Okay. Wo muss ich denn hin? Ich muss noch, ja, mehr oder weniger Norden, also in die Richtung. Also im Endeffekt dort, wo die... hier durch, quasi da durch. Jetzt muss ich irgendwie da rüber kommen. Suchen wir das immer hier. Eine Metallscherbe. Ach ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Was ist denn das? Ist das eine Lüftung? Ist eine Lüftung? Ein
Du bist ja sicher, dass es so gehört? Dann müssen wir hier mal rein. Überbrückt man das? So. Dann können wir da rüber. Coole Sache. Und jetzt können wir was machen? Mal den plündern. Und das nächste überbrücken. Ah! Entschuldigung, muss ich erhalten. So, was ist jetzt passiert? Jetzt messert eigentlich da irgendwo ein Fenster, wo ich da zuerst entlang gefahren bin. Wo geht denn das jetzt hin? Müsste da Fenster geöffnet sein, richtig? Ist da jetzt ein Fenster geöffnet? Oder? Ich weiß nicht. Nichtsdestotrotz, wir schmeißen uns da wieder hoch auf das Plateau. Schauen, dass wir uns da wieder so an Dingsbums greifen. Komme ich da jetzt durch? Sag ja. Ich verstehe das nicht. Markiere das mal. Hier. Hier muss ich durch. Ach, hier ist ein Durchgang, da muss ich gar nicht durchlaufen. Ist ja eine tolle Geschichte. Da unten war es auch gegangen. Genial. Irgendwas herumlaufen. Wir sind nur Maschinen. Das sind nur Maschinengeräusche. Hab mir gerade aufs Mikrofonkabel gelehnt. Daher diese wahrscheinlich utopischen Geräusche. Hier vielleicht hoch. Oder von draußen. Da raus. Da irgendwie hoch. Genau. Dann hier festhalten. Halte fest. Wieso sie festhält? So seitlich, nicht von oben. Na komm, spring. Was hast du getan, Mädchen? Ich hoffe mal, die muss ich nicht wieder alle killen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das reicht für das Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Anschauen und im nächsten Video geht es weiter mit der Brutstätte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!